Momente unvergesslich machen und damit herzlich willkommen zu Abi Pictures. Es ist verrückt, wo es einen manchmal hin verschlägt, egal ob ins schnelllebige London oder ins traumhafte Triest. Aber ich wette mit Ihnen, das folgende Land ist an Verrücktheit kaum zu toppen. Frisch gestylte junge Damen, Kunsthandwerk, ein topmoderner Bahnhof, zahllose Motorroller. Doch auf diesem Platz zieht ein Mann alle Blicke auf sich. Wie kein zweites Bild veranschaulicht dies, wie China den Spagat zwischen Tradition und Moderne schafft. Da sagt noch einer, Chinesen würden Hunde essen. Nein, was Essen angeht, ist man hier kein Deut besser als wir. Neben der modernen sanitären Infrastruktur und der intelligenten Müllentsorgung lässt einen das Reich der Mitte seine altehrwürdige Kultur immer wieder aufs Neue entdecken. Dank einer strengen Erziehungstradition sind Werte wie Gastfreundschaft noch heute omnipräsent. Doch bei all dem darf natürlich der knallig bunte Manga-Spaß nicht zu kurz kommen. China, ein Land zwischen Moderne und Tradition. Deshalb ist das ein Abi-Picture. Es ist also das Land der Drachen und Kaiser, das die wohl skurrilsten Bilder der Welt bietet. Doch muss man wirklich so weit reisen? Weit gefehlt. Auch bei uns geht es regelmäßig verrückt zu. Huch, wer ist denn das? Und was hat man in einem solchen Aufzug in einer Anstalt des öffentlichen Rechts zu suchen? Oder sowas? Na, also irgendwas läuft hier doch neben der Spur. Hier werden aus jungen Damen junge Herren. Oder sogar alte Damen. Oder Herren mit besonderem Modegeschmack. Doch tatsächlich sind wir hier in einer Schule unterwegs. Als besonders kreativ stellte sich die Abschlussklasse dieses rheinland-pfälzischen Gymnasiums heraus, indem sie ihre Mitschüler mit ihrer Mottowoche zum Lachen brachten. Ein echtes Abi-Picture eben. Schule ist also doch nicht immer langweilig, aber anstrengend ist sie allemal. Zwischen Lernen und Feiern braucht der ein oder andere mal eine ordentliche Portion Schlaf. Mal ordentlich Pause machen. Der Traum vieler Schüler. Doch Traum trifft es hier sehr gut. Wer feste arbeitet und feste feiert, muss auch mal tief und fest schlafen dürfen. Naja, sagen wir, Sie haben sich eine Auszeit verdient, nach 13 Jahren harter Arbeit. Danke! Danke! Meine Damen und Herren, ja, danke, danke, ich weiß, ich bin geil. Danke, danke. Zu Primetime total. Und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Clip. Habe ich neulich gesehen in Prag, beim Kafka-Museum. Bleibt einem erstmal die Spucke weg, wie ich es erstmal gesehen habe, aber gut, überzeugen Sie sich selbst. Wasser im Arsch. Ja, das macht die echt. Ja gut, was raus muss, muss raus. Ich sag nur Hashtag läuft bei dir. Oder Hashtag was raus muss, muss raus. Und mein persönlicher Liebling, Hashtag Frauen sind auch Stehpinkler. Natürlich, der Sachschaden wird auf mehrere Millionen tschechische Kronen geschätzt, was, ich glaube, 5 Euro entsprechen würde. Aber die Mathematiker sind schon sicher, 4,89 Euro oder 4,93 Euro, sie rechnen gerade noch.
haben wir direkt den nächsten Clip für Sie. Da übt wohl einer noch für den nächsten Super Bowl, der jetzt ein Vollmeld als erster Deutscher den Super Bowl gewonnen hat, als Vorbild genommen hat. Allerdings übt der junge Sprössling hier noch am nicht lebenden Objekt. Ist mein persönlicher Liebling. Ja, also ich finde, der junge Mann hat Talent. Nur was er blöderweise nicht wusste, ist, in der Mülltonne waren Backsteine. Kann einmal passieren, aber gut. Oh, war ich letztens Theater gewesen. Für die RTL-Zuschauer, was sie nicht wissen, ist wie Kino, nur gibt es kein Popcorn. Ja, ist Theater. Dann auch ein junger Schauspieler versucht Karriere zu machen und dem ist ein kleiner Fauxpas passiert, und zwar hätte er sagen sollen, du hast auch nicht den Biss gezeigt. Was er allerdings sagte, schauen Sie es an. Was mir fehlte, war die letzte Curiosity, die Neugier. Was treibt hier? Was treibt hier Erfolg? Woran liegt es, dass einige Unternehmen erfolgreicher sind als andere? Das hätte ich mehr erwartet von jemandem, der eigentlich tief gehen muss. Du hast auch nicht den Bizeps... Ah, nee. Der gute alte Bizeps. Wie er darauf kommt, ist mir persönlich schleierhaft, weil er hat keinen. Ah, gut, aber er ist schon fast genauso peinlich wie... Alle rein. Ihr habt welche gekauft und ich auch. Nein! Doch, doch. In der Hand. Klassischer Fail. Aber vielleicht hätte man ja auch sagen sollen, nicht spucken, sondern pusten. Wäre mein persönlicher Tipp gewesen, aber... Ja, gut, wie mache ich denn jetzt weiter? Ich hab... Strategie bedeutet, na, du musst schon wieder den Bizeps denken. Der gute alte Bizeps. Gut, dann hatten wir es wieder schon mal von Kultur. Kommen wir hier ein bisschen zurück. Habe ich eine sehr ambitionierte Tanzgruppe gesehen, die ihre Sache meines Erachtens richtig gut macht und es verdient hat, gezeigt zu werden hier. Und die könnt ihr gerne mal selbst angucken. Klasse Jugend, aber wir hatten auch Glück, dass das Ganze nicht so geendet ist. Da hatten die Jungs echt nochmal Glück, aber zum Glück war auch kein Auto in der Nähe, weil dann sah das Ganze nämlich so aus. Gut, hab ich neulich im Netz gesehen was? Da Beamte in ihrer Mittagspause und für Beamte sind die doch erstaunlich kreativ. Schauen Sie mal. Gut, soweit. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen in die Werbung und bleiben Sie dran. Wir sehen uns wieder nach der Werbung. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Nachrichten bei N2015. Es ist 21 Uhr. Im rheinland-pfälzischen Alzey haben rund 120 Maskierte ein Schulgebäude gestürmt. In der ohnehin schon einschutzgefährdeten Sporthalle des Gymnasiums behinderte die Gruppe für mehr als 1,5 Stunden den normalen Schulalltag. Was damit erreicht werden sollte und wer dahinter steckt, ist noch unklar. Heute Morgen gegen 8 Uhr wurde ein Schulgebäude von einer großen Menge schwarz gekleideter, maskierter junger Menschen gestürmt. Die Polizei spricht von rund 126 Beteiligten.
Zur großen Erheiterung der zusammengetriebenen Schülerschar mussten Lehrer wahnwitzige Spiele absolvieren. Dass dabei niemand zu Schaden gekommen ist, erscheint wie ein Wunder. Auch das von den Maskierten organisierte Bühnenprogramm war auf das Brechen der Konvention des geregelten Schulalltags abgezielt. Und so folgte eine absurde Aktion der anderen. Ob dahinter eine tiefgehende politische Intention steht, ist noch unklar. Die Behörden halten dies zum jetzigen Zeitpunkt jedoch für unwahrscheinlich. Hier schien der Spaß der Sinnhaftigkeit gegenüber den Vorrang gehabt zu haben. Im Schulgebäude selber kam es derzeit zu vielen unterschiedlichen Sabotageversuchen. Dabei ist jedoch nur von einem geringen Sachschaden auszugehen. Schließlich trugen alle Beteiligten pflichtbewusst ihre Schutzbrillen. Andererseits bewirkte die ungezügelte Partylaune der Maskierten kurzzeitig eine gewaltbereite Atmosphäre, wie Augenzeugen berichten. Mit Live-Musik und einer provozierten Kissenschlacht wurde die Stimmung weiter aufgeheizt. Letztendlich kam es jedoch zu einem friedlichen Ende, als klar wurde, dass es sich nur um einen sogenannten Gag handeln würde, der sich nach einigen Stunden in Wohlgefallen auflöste. Unter diesen Umständen ist es fraglich, ob jemals wieder Normalität in diese Schule eintreten kann. Sicher ist jedoch, dass nichts mehr so sein kann, wie es vorher einmal war. Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen alles Gute. Sehen Sie im Anschluss die große Freiheit, das ungezähmte Leben. Schönen Abend noch und machen Sie es gut.